Und die Installation von OneDrive für den Mac erfolgt entweder, wie schon im ersten Video, über das Microsoft 365 Paket aus dem Mac App Store oder es wird halt vom Unternehmen bei einem gemanagten Gerät direkt auf das Gerät geladen. Dann wird die App gestartet und es wird dann halt, wie Harald schon gesagt hat, definiert, welche Konten möchte ich überhaupt einbinden. Primär natürlich das Geschäftskonto. Ich möchte meine Geschäftsdaten synchronisieren, ich möchte meine persönlichen Daten für mich in der Cloud ablegen, im Fall des Geräteverlustes oder einfach diese Dateien weiterhin zu haben. Lassen Sie uns gerne gemeinsam einen Blick drauf werfen. Die Installation von OneDrive. Wie bereits erwähnt, kann OneDrive durch Ihre Organisation, durch Ihr Unternehmen auf Ihren Mac installiert werden. Für eine manuelle Installation wechseln wir in den Mac App Store und haben idealerweise mit der Microsoft 365 Installation OneDrive bereits installiert. Zu finden ist das Ganze in dem Microsoft 365 Paket. Und hier sind 6 Apps enthalten, unter anderem halt OneDrive. Auf meinem Mac fehlt es hier, deswegen lade ich es mir einfach herunter. Nach der Installation kann ich das Programm öffnen. Nach der Installation von OneDrive und dem Hinterlegen meines Kontos haben wir jetzt die Bedienung von OneDrive an sich. Wie geht das vonstatten? Werfen wir mal gemeinsam einen Blick drauf. Nun öffne ich mein OneDrive, gebe meine Geschäfts-E-Mail-Adresse ein und melde mich in der App an. Es kann sein, wenn Sie bereits Microsoft 365 Applikationen installiert haben, beispielsweise Outlook oder Word, dass eine automatische Anmeldung erfolgt. Nun werde ich bei OneDrive angemeldet und sehe mir den Speicherort für mein OneDrive an. Dieses finde ich im Finder. Als Extrapunkt wähle diesen Speicherort aus. Ich verwende meinen bisherigen OneDrive-Ordner. Klicke mich noch einmal durch die Informationen, die mir gegeben werden. Und schon öffnet sich der Finder mit meinen Notizen. Ich erhalte die Meldung, dass Hintergrundobjekte hinzugefügt wurden. Das impliziert die automatische Anmeldung bei OneDrive. Das kann geschlossen werden. Wir sehen hier die Dateien, die halt mit OneDrive synchronisiert werden. Schauen wir uns OneDrive einmal etwas genauer an. Wir haben hier unsere Dateien, wie sie halt synchronisiert wurden und können hier in den Einstellungen noch etwas filigraner vorgehen. Wir können definieren, ob bei der Anmeldung meines Macs automatisch OneDrive halt gestartet wird. Wir können das Konto ändern, wir können ein weiteres Konto hinzufügen. Wir haben eine Upload Rate und eine Download Rate, die wir begrenzen können, je nach Organisation vielleicht auch gesteuert und deswegen ausgegraut, und eine generelle Information zu OneDrive. Aus guten Gründen haben ja die Leute einen Mac, ne? Er ist leistungsstark, man kann diverse Videoprogramme auch exklusiv nur für den Mac beziehen und nutzen. Aber auch hier ist die Integration von OneDrive also hernehmbar, um dann diese Dateien, die Resultate in der Cloud zu speichern. Der Speicher ist ja limitiert durch meine Lizenz und wird dann quasi von der Organisation bestimmt, entweder eingegrenzt oder nicht. Und so kann man dann seine Dateien quasi aus jedem Programm, das auf dem Mac läuft, in OneDrive auch speichern. Nachdem wir nun OneDrive erfolgreich installiert haben und die Anmeldung mit dem Geschäftskonto hinter uns gebracht haben, können wir OneDrive nun als Speicherort nutzen. Das kann man natürlich in Microsoft 365 Applikationen, wie beispielsweise Word, Excel, PowerPoint tun. Wir wollen aber demonstrativ eine fremde Applikation nehmen. Wir nehmen einfach die Mac App Pages. Ich öffne hier einfach ein neues Dokument. Fülle das Dokument mit Leben. Und gehe über die Ablage auf Sichern. Nun wird mir automatisch OneDrive vorgeschlagen, genauso wie der Schreibtisch und die diversen anderen Unterordner, die ich haben könnte. Ich gebe dem Dokument einen Namen und sichere das Dokument. Danach kann ich Pages schließen und hier oben im OneDrive-Symbol sehe ich,
eine kurze Synchronisierung meines Dokumentes. Nun gehe ich in den Finder, in mein OneDrive rein und sehe mein OneDrive-Dokument. Kann es von hier aus öffnen, kann es in der Cloud öffnen. Es ist jetzt für mich überall verfügbar. Wenn ich in OneDrive Dateien synchronisiere, die, sei es denn gegeben, auf meinem Mac nicht unterstützt werden, habe ich immer noch die Möglichkeit, diese in der Vorschau auf dem Mac nativ anzeigen zu lassen, mir einen Überblick zu verschaffen, um dann meinetwegen eine kompatible Datei anzufordern. Nachdem wir nun gesehen haben, wie wir Dokumente aus verschiedenen Apps heraus in unserem persönlichen OneDrive speichern, können wir nun diese Dateien natürlich auch anzeigen lassen. Unsere Dateien liegen im OneDrive und werden synchronisiert mit dem Finder. Dieser dient als quasi Windows-Datei-Explorer. Wenn wir nun aber eine Vielzahl von Dokumenten haben, müssen wir nicht jedes Dokument einzeln anklicken, um tiefer in die Datei hineinzugucken. Ich habe mir einen Ordner erstellt, OneDrive Demo, und habe dort unser Pages-Dokument hinterlegt. Mit einem Doppelklick würde sich nun Pages öffnen und wir würden das Dokument quasi uns anschauen können. Der Mac hat aber hier oben die Möglichkeit, die Darstellung zu ändern. Und wenn wir meinetwegen auf das dritte von links klicken, kriegen wir hier den kompletten Dateipfad, unter welchem das Dokument gespeichert ist, und eine Vorschau. Und das funktioniert für Videodateien, für Word-Dateien, für PowerPoints, quasi alles schon vorab abgebildet, ohne direkt in die Datei hereingehen zu müssen. Wir haben auf dem Mac halt die Möglichkeit, verschiedene Speicherkapazitäten zu kaufen. Dementsprechend steigen natürlich die Preise. Mit OneDrive ist diese Lücke geschlossen. Wir haben es bei Intim auch so. Wir speichern unsere Dokumente halt in OneDrive primär ab und haben dann auch die Möglichkeit, gespeicherte Dokumente in OneDrive von dort aus auch zu teilen. Ich kann meinen Kollegen sagen, schau dir dieses Arbeitsdokument an. Oder ich erstelle ein privates Dokument, eine private Datei, die ich halt mit einer guten Kollegin oder einem guten Kollegen einfach mal teilen möchte. Dafür brauche ich sie jetzt nicht in Teams hin und her schicken, sondern kann sie direkt aus meinem OneDrive-Speicher berechtigen. Die Datei wird dabei nicht heruntergeladen, je nachdem, was ich vorher definiere. Und auch hier kommen wieder Unternehmensrichtlinien ins Spiel. Was stellt meine Organisation für OneDrive an Anforderungen oder an Möglichkeiten mir als Endbenutzer zur Verfügung? Der eigentliche Clou an OneDrive für Unternehmen ist nicht nur, dass ich einen persönlichen Speicher in der Cloud habe für meine Dateien, sondern auch Dateien synchronisieren kann aus beispielsweise SharePoint. Wenn ich auf einer SharePoint-Website, beispielsweise meinem Team ITM, in den Dokumenten bin, kann ich hier sagen, synchronisieren. Was passiert dann? Sämtliche Dokumente, die in dieser Bibliothek liegen, werden synchronisiert. Wir bestätigen das Ganze einmal, sagen auch, dass die Webseite OneDrive öffnen darf. Wir speichern das Ganze in dem vorgegebenen Speicherort. Und gehen in den Finder für die Erfolgsprüfung. Hier habe ich immer noch mein OneDrive mit meinen Ordnern und habe jetzt ein weiteres OneDrive freigegebene Bibliotheken. Hier finden sich die Dokumente, die ich synchronisiere. Hier können wir beispielsweise wieder die Darstellung anpassen und so kann ich bei sämtlichen Dateien bereits eine Vorschau mir anzeigen lassen. Nun gibt es ja noch ein weiteres Feature von OneDrive. Ob es nun eine persönliche Datei oder eine Datei aus meinem Unternehmen ist, ich kann Dateien teilen. Richtlinien im Hintergrund definieren aber die Möglichkeiten des Teilens. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Administrator. Ich gehe dafür in mein OneDrive, in mein persönliches unter Dokumente und habe hier meine OneDrive-Datei, die ich in Pages erstellt habe. Mit einem Rechtsklick habe ich nun verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Beispielsweise den Punkt Teilen. Das Teilen wird vorbereitet und nun kann ich hier den Namen eines Kollegen, einer Kollegin hinzufügen.
Hier habe ich meine Kollegin Nadine Stoll und kann auch definieren, was die Person mit diesem Dokument machen darf. Wie gesagt, im Hintergrund greifen immer die Policies, die für SharePoint oder OneDrive gelten. Wenden Sie sich dazu bitte gern an Ihren Administrator. In meinem Fall sage ich, die Datei kann angezeigt werden oder eben auch bearbeitet werden. Ich kann den Download blockieren, das ist aber nicht gewünscht. Und die von mir ausgewählte Person erhält nun eine E-Mail, welche sie dann mit einem Authentifizierungslink auch nochmal gegen bestätigen muss. Erhält Zugriff auf diese Datei, kann sie herunterladen, kann sie bearbeiten. Dieses Dokument ist in dem Fall nicht geschützt. Wäre es ein geschütztes Dokument, dann wäre es wirklich dann die autorisierte Person, die dieses Dokument dann erhält und auch zum Öffnen berechtigt ist. Zur Verständigung, es gibt OneDrive für mich persönlich als Arbeitnehmer. Es gibt OneDrive, einen separaten Teil SharePoint, der einfach nur synchronisiert wird. Somit sind meine Dateien immer noch meine Dateien und ich entscheide, wem ich diese Dateien zugänglich mache. Ich habe dafür im Finder zwei verschiedene Speicherorte. Wenn ich im jeweiligen Speicherort bin oder in der App definiere, ich möchte in diesem Speicherort Dateien speichern, dann werden die auch im jeweiligen OneDrive in der Cloud abgelegt. Mein persönliches oder im SharePoint der Firma. Und zum Abschluss noch kurz die Erklärung. Persönliches OneDrive und das Unternehmens OneDrive. OneDrive for Business ist allumfänglich ein Teil mein persönliches OneDrive mit einer gewissen Speicherkapazität und die Möglichkeit, OneDrive zur Synchronisierung von beispielsweise SharePoint-Seiten heranzuziehen, ebenso dem Teilen. Um nun den Unterschied, wo lege ich Dokumente ab, einsehen zu können, öffnen wir einmal den Finder. Und wir hatten das Ganze schon bei der Synchronisierung von der SharePoint-Seite für mein IT-Management-Team. Wir haben den Bereich OneDrive Endteam GmbH in meinem Fall. In Ihrem Fall wird es natürlich ein anderer Unternehmensname sein. Hier finden sich Dateien, die für mich persönlich sind. Und wir haben darunter OneDrive freigegebene Bibliotheken. Das wird bei Mac so aufgelöst mit dem Firmennamen dahinter und den synchronisierten SharePoint-Seiten, Listen, wie auch immer. Ich habe auch die Möglichkeit, das weiter hochzuschieben, um es halt hier direkt zu haben, obwohl ich es auch hier unten schon habe als Ort. Aber manchmal ist es hilfreich, beispielsweise, wenn wir das Ganze einmal zurückbauen und ich öffne meine Dokumente und ich habe diesen Ordner, dann wäre es natürlich simpel, den hier festzumachen, wenn hier drin ständig Dokumente mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen ausgetauscht werden, aktualisiert werden. Das wäre der Unterschied zwischen, noch einmal, meinem persönlichen OneDrive und dem OneDrive mit synchronisierten Inhalten aus, in diesem Fall SharePoint.